Herzlich willkommen, liebe Gäste, zum ersten SIG Science Talk. Wir freuen uns, dass 133 Teilnehmer sich angemeldet haben, die uns jetzt hoffentlich alle auch gut hören und sehen können. Sie sind im Moment ausgeschaltet in Kamera und Mikro. Das hat auch die DSGVO-Gründe. Wir werden aber diesen SIG Science Talk aufzeichnen und er wird auf dem YouTube-Kanal vom SIG veröffentlicht werden. Sie können jederzeit Fragen, Bemerkungen im Chat stellen. Es gibt zwei Kollegen vom SIG, die Ihnen dort auch, wenn Sie technische Probleme haben, helfen werden. Falls Sie Fragen an die Referenten haben, dann können Sie diese gerne auch während dieser drei Kurzvorträge schon stellen. Und ich bitte Sie einfach, den Namen des Referenten oder das Thema davor zu schreiben, damit wir dann auch wissen, an wen die Frage gerichtet ist. Im Nachgang erhalten Sie eine E-Mail vom SIG. Dort werden Sie nochmal die Vorträge finden und auch die Kontaktdaten der Referenten. Sie können natürlich auch jederzeit die Newsletter bestellen, beziehungsweise sind alle Institute, die heute einen Beitrag liefern, auch bei LinkedIn. Und wir freuen uns über eine rege Vernetzung. Mein Name ist Ina Meinelt. Ich bin die Geschäftsführerin der Petra in Marketing GmbH aus Chemnitz und werde die SIG Science Talks jetzt im Frühjahr moderieren. Wir haben einen Schwerpunkt in der Arbeit, das ist das Innovationsmarketing, hauptsächlich für Fertigungsindustrien und für größere Forschungsprojekte. Als erstes habe ich an Sie, liebe Gäste, eine Frage, und zwar: Kennen Sie die Sächsische Industrieforschungsgemeinschaft schon? Und Sie werden jetzt eingeblendet ein Chart sehen, wo Sie einfach klicken können mit Ja oder Nein, während ich ganz kurz die Sächsische Industrieforschungsgemeinschaft nochmal vorstelle. Sie wurde 2014 gegründet. Es sind 19 sächsische gemeinnützige Institute dort drin enthalten und eine unwahrscheinlich breite Palette an Themen von Leder, Chemie, Kunststoff, Holz, Papier, Textil, Keramik, Musikinstrumenten sind dabei, der Maschinenbau, die Umformtechnik, Luft- und Klimatechnik, die Kälte- und Kyrotechnik, Energie- und Umwelttechnik sowie Kunststoff und der Leichtbau. Insgesamt sind über 1000 Beschäftigte in dieser Sächsischen Industrieforschungsgemeinschaft natürlich in ihren einzelnen Forschungsinstituten beschäftigt. Und das Ziel dieses Zusammenschlusses seit 2014 ist, die Innovationsfähigkeit gerade von KMU in der sächsischen Wirtschaft durch diesen Wissenstransfer, Technologietransfer aus den Instituten zu stärken. Frau Sommer, haben wir schon ein Ergebnis für unser Chart, für unsere Frage? Ah ja, sehr interessant. Viele kennen wahrscheinlich die einzelnen Forschungsinstitute, aber die Sächsische Industrieforschungsgemeinschaft ist noch nicht so bekannt. Sie werden in Ihrer Mail dann auch die Website finden, der SIG, und dort immer auch über aktuelle Termine informiert werden und können sich generell auch über diesen Zusammenschluss informieren. Heute haben wir zum ersten SIG Science Talk Innovatives Recycling drei Gäste, drei Referenten eingeladen, die Ihnen aus ganz unterschiedlichen Forschungsblickwinkeln das Thema erläutern werden. Brisant natürlich durch die Berge an Müll und Restmaterialien, die ja immer mehr wachsen. Es gibt aber auch eine gute Botschaft: 70% werden ja schon dem Recycling zugeführt. Die Quote bei Papier, Karton und Glas ist sehr, sehr positiv. Es gibt allerdings insgesamt noch sehr viel Luft nach oben und daher auch die Themenauswahl für diese erste Veranstaltung online heute: Innovatives Recycling. Ich möchte Ihnen ganz kurz die drei Referenten vorstellen. Als erstes die Anne-Rose Hüttel. Vielleicht mal ein kleines Handzeichen, Frau Hüttel. Sie nicken gut. Danke. Frau Hüttel ist am Kunststoffzentrum Leipzig kurz beschäftigt.
Sie hat chemische Technologie studiert, hat Industrieerfahrung im Recycling und ist seit 2008 im Team Spritzbus und leitet dort ganz anwendungsorientierte F&E-Projekte. Sie ist außerdem Dozentin, gibt viele Schulungen und ja, der Leichtbau und die thermoplastische Schaum, der thermoplastische Schaumspritzguss, das sind ihre Spezialthemen. Dann haben wir einen Herrn in der Runde, über den wir uns erfreuen. Das ist der Marcel Hofmann vom Sächsischen Textilforschungsinstitut in Chemnitz. Er hat Labor- und Verfahrenstechnik studiert, ist seit 2011 ebenfalls mit Industrieerfahrung in das STFI gekommen. Er ist heute Leiter der Abteilung Textilen Leichtbau und ebenfalls Dozent für Fließstoffe und Fließstoffverbunde und außerdem auch noch Redakteur einer Fachzeitschrift Textil Plus. Als dritte Referentin begrüßen wir Lydia Tempel von der Papiertechnischen Stiftung in Heidenau, kurz PTS. Frau Hempel ist Diplom-Ingenieurin für Abfallwirtschaft und Altlasten. Seit 2019 ist sie Abteilungsleiterin für Recycling und Digitalisierung und ihre Themenfelder umfassen das Altpapier, Qualitätsmanagement, Recyclingfähigkeit und End-of-Life-Konzepte für faserbasierte Produkte. So, Vorstellung unserer drei Referenten. Hier an der Stelle ein Dank mal an die SiK und an die Frau Sommer aus der Geschäftsführung des SiK mit, die technisch hier alles vorbereiten und die mit ihrer Kollegin für uns auch heute zur Verfügung steht, falls irgendwo etwas mal klemmt, wovon wir nicht ausgehen. Wir werden jetzt ungefähr in einer Dreiviertelstunde die drei Referenten mit ihren Vorträgen hören. Und ich bitte Sie nochmal, ja, Ihre Fragen generell im Chat zu stellen, Ihre Anregungen zu geben. Und wir würden starten mit der Frau Hüttel und an Sie gleich die Frage, Frau Hüttel, Leichtbau ist Ihr Schwerpunkt. Wie geht denn das mit dem Thema innovatives Recycling zusammen? Ja, das ist eine gute Frage, Frau Meinelt. Jeder kennt ja die typischen Recyclingbauteile aus Kunststoff, zum Beispiel diese Füße aus beweglichen Straßenschildern, Parkbänke, Pflastersteine, Uferbefestigungen, Eimer, Blumentöpfe werden bereits seit langem aus Kunststoffrecyclingmaterial gefertigt. Das Problem ist nur, dass der Markt für diese Anwendung gesättigt ist. Es sind dickwandige Teile, die keinen besonderen Anforderungen genügen müssen. Und unser Ziel ist es jetzt, den Markt zu erweitern auf technische Bauteile und somit den Einsatzbereich von Kunststoffrecycling einfach zu erweitern. Eine Motivation dabei ist einmal der Schritt in der kunststoffverarbeitenden Industrie zur Kreislaufwirtschaft. Wir haben das Stichwort Circular Economy, also nichts soll mehr weggeschmissen werden, alles soll als Rohstoff wiederverwertet werden. Eine zusätzliche Motivation sind auch gesetzliche Anforderungen von seitens der EU. Beispielsweise soll bis 2025 der Anteil an Kunststoffrecycling mehr als verdoppelt werden. Bis 2030 sollen 70% der Verpackungsmaterialien aus recyceltem Material bestehen. Also von daher bestehen auch Zwänge zum vermehrten Einsatz von Kunststoffrecycling. Warum jetzt Leichtbau? Solche technischen Teile unterliegen sehr häufig dem Zwang zur Gewichtsreduzierung, insbesondere wenn sie in bewegten Systemen verbaut werden. Stichpunkt Materialeinsparung, Kosteneinsparung, Energieeinsparung.
Das war für uns der Grund, dass unser Forschungsprojekt Rezi Schaum zu initiieren. Das Projekt läuft seit Mai 2020 und noch bis Oktober 2022. Es sind also noch einige interessante Ergebnisse zu erwarten. Bei dem Projekt haben wir uns drei große Abfallströme vorgenommen. Der größte sind die Post-Consumer-Abfallfälle aus Haushaltsmüll, sprich gelber Sack. Die zweite Gruppe sind PET-Flaschenabfälle, und zwar solche Flaschenabfälle, die nicht wieder in den geschlossenen PET-Kreislauf zurückgeführt werden, solche Flaschen, die im Hausmüll landen. Und die dritte Gruppe sind Polyamidabfälle aus zum Beispiel der Spinnereiwarenindustrie, aus Teppichabfällen oder aus Fischereinetzen. Diese Abfälle werden im Projekt so modifiziert, dass störende Eigenschaften wie Emissionen, mangelnde mechanische Eigenschaften, die schlechte Oberfläche oder die Schaumausprägung so modifiziert wird, dass technische Anwendungen daraus entstehen können. Ein Beispiel für solch eine technische Anwendung möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Frau Sommer, die Folie. Wir sehen Und die zwar, Folie. gut, ist hier der Hausmüllabfall aus Post-Consumer-Recycling-Material als Schaum im Inneren des Formteils praktisch versteckt. Das sorgt hier für die nötige Gewichtsreduzierung, weil es eben verschäumt ist und wird gekapselt von einer Hautschicht aus Polypropylen mit 30% Sekundärkohlefaser. Hier haben wir wieder die Brücke zu Herrn Hofmann mit dem Kohlefaserrecycling geschlossen. Die Hautschicht ist dazu da, zum einen Geruch und Emissionen zu kapseln, die aus dem Hausmüllrecycling stammen, zum anderen die hohe Festigkeit zu gewährleisten und nicht zuletzt eine gute Oberfläche dann auch am Bauteil zu gewährleisten. Ich zeige Ihnen das jetzt nochmal konkret an Vorher-Nachher-Zustand. Frau Sommer, Sie können jetzt die Folie bitte wieder ausblenden. Also hier unser Post-Consumer-Recycling-Abfall vorher und dann nachher dieses industrielle Bauteil, ein Bauteil für im Automobilbereich. Da wir am Kutz viele Grundlagenversuche mit Prüfkörpern durchführen, ist es unser Ziel, diese Lösungen in die kunststoffverarbeitende Industrie zu transferieren. Und Lösungen, die wir hier am Kutz erarbeitet haben, in industrielle Bauteile zu überführen. Ja. Vielen Dank, Frau Hüttel. Was schätzen Sie, wie lange braucht so ein Prozess von der Erforschung der Technologien, bis er dann wirklich in der Industrie eingeführt ist? Wir haben begonnen im Mai 2020. Es ist jetzt insbesondere bei den PET-Flaschenabfällen so weit, dass wir schon in ein industrielles Bauteil gehen können.
Beim Hausmüll und Polyamid-Recycling würde man noch circa ein Jahr benötigen. Gibt es dafür schon industrielle Partner, die auch Interesse haben, sich in dieser Verwertung zu beteiligen? Ja, beim Hausmüllrecycling und Polyamidrecycling haben wir industrielle Partner. Das ist dieses Teil, das ich Ihnen eben vorgestellt habe. Beim Polyamid sind es Teile, die etwas höhere thermische Belastungen ausgesetzt werden. Also sprich isolierende Gehäuse. Aber beim PET-Recycling suchen wir noch einen Anwender, speziell im Bereich bedruckte LEDs, also bedruckte Leiterelemente. Da könnte der PET-Schaum als preiswertes Trägermaterial zum Einsatz kommen. Ich schaue, ob es Fragen aus dem Gästebereich gibt. Ich sehe keine Frage, Frau Sommer, richtig? Es hört mich, Doch, es unsere gibt Tochter. Fragen. Hallo Frau Meinl, hören Sie mich? Ja. Ja, aber ich kann leider die Frage nicht sehen. Jetzt müssten Sie Dann einspringen. lese ich sie einfach mal vor. Wir haben ja eine Frage: Wie bekommt man die Hausmüllabfälle so sortenrein, dass sie weiter zu verarbeiten sind? Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Frage dann an Frau Tempel, oder Frau Hüttel, möchten Sie antworten? Ja. Das wird im großindustriellen Maßstab, im Schwimm-Sink-Verfahren und mit gewissen IR-Trennverfahren so getrennt und aufbereitet, dass eine gewisse Grobreinigung und Grobsortierung in zum Beispiel Polyolefin-Fraktionen und Schwerfraktionen schon möglich ist. Also das sind große Recyclingfirmen, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten, wie die Firma Multipet aus Bernburg. Okay, vielen Dank. Vielen Dank erstmal, Hüttel. Ich würde dann weitergehen in unserer Agenda mit dem Herrn Hofmann, der sich bitte wieder zuschaltet. Da ist er. Frau Hüttel, ich würde Sie bitten, die Kamera auszuschalten. Okay. Herrn Hofmann haben wir vorgestellt vom Sächsischen Textilforschungsinstitut hier in Chemnitz. Und Frau Hüttel hat schon ein bisschen verraten, worum es geht bei Ihnen im textilen Leichtbau. Ja, die Frage Recycling. Was passiert am SDFI bei Ihnen in der Abteilung? Herr Hofmann. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Bei uns im SDFI beschäftigen wir uns also ja inzwischen schon über 15 Jahre mit dem Thema Recycling von Carbonfaserabfällen. Vor 15 Jahren hat es leider noch niemanden so wirklich interessiert, weil einfach der Einsatz auch noch nicht in dem Gebiet war oder in der Menge war. Inzwischen sieht es ganz anders aus. Warum wir uns damit beschäftigen, sehen Sie vielleicht hier auf der ersten Folie. Ja, es fallen also eine Menge Abfallstoffe an über den ganzen Prozess der Bauteilherstellung. Und Sie sehen das ja, ich glaube, das gleiche Problem, wie das die Frau Hüttel ja auch so ein bisschen angedeutet hat. Sortenreinheit ist natürlich auch dort ein Problem. Wir beschäftigen uns aber als Forschungsinstitut im Textilbereich natürlich hauptsächlich mit den Faserstoffen, die Sie hier auch im oberen Bereich der Folie sehen. Das heißt, das sind Produktionsabfälle aus der Textilindustrie oder eben dann nach verschiedenen Verfahren, wie zum Beispiel der Pyrolyse oder Solvolyse, zurückgewonnenen Faserstoffen. Und um diese zu verarbeiten oder in ein zweites Leben zu führen oder gern auch ein drittes und viertes Leben zu überführen, verarbeiten wir eben diese Abfälle zu Fließstoffen. Dazu haben wir Technologien,
entwickelt, sage ich mal, modifiziert, werden Sie auch auf der nächsten Folie dann sehen, dass wir also diese Abfälle zunächst schneiden und reisen können und dann eben über die Technikumsanlage, die Sie hier im Bild sehen, eben wieder zu Flächen verarbeiten. Das Ganze wurde bei uns oder wurde im Jahr 2013 mit dem Deutschen Rohstoffeffizienzpreis entsprechend honoriert und mit dem ganzen medialen Hype, der damit stattgefunden hat, hat die Sache eben auch einen riesigen Drive bekommen. Also das kann ich auch an der Stelle vielleicht mal mitgeben, auch für die Teilnehmer. Es ist also wirklich wichtig, dass solche Sachen eben aufgegriffen werden, dass sie da eben auch publik gemacht werden, dass sie da in eine breite Öffentlichkeit kommen. Das hat uns also enorm geholfen, dort also wirklich nicht die Werbung zu scheuen. Was machen wir dort also bei der Fließstoffherstellung? Das sehen Sie auf dem nächsten Bild. Wir stellen also dort wieder textile Halbzeuge her. Die Fasern werden also aufbereitet, wieder zu einer Fläche gebildet, entweder bei uns in dem Fall jetzt mit dem Airlay-Verfahren, wo wir also einen Wirrfaserfließstoff herstellen, oder auch über das Kardierverfahren, wo die Fasern also gerichtet vorliegen, was später für ein Bauteil natürlich interessant ist, um entsprechend auch die Lastpfade abzubilden. Das Ganze also dann hier im Technikumsmaßstab mit einem Meter Arbeitsbreite eben wirklich, wie Sie es angedeutet sehen, als Rollenbahnware, die dann eben wieder in Bauteile eingesetzt werden kann. Die große Frage ist natürlich immer, wo bringt man das Ganze unter? Das werden wir auf der nächsten Folie schon mal so erste Beispiele eben sehen. Natürlich, wahrscheinlich bei Leichtbau denken die meisten eben zunächst erstmal an den Automobilbereich. Ganz klar, das ist eben auch was, was in der breiten Öffentlichkeit steht. Die Elektromobilität, Fahrzeuge müssen eben leichter werden, damit man das Batteriegewicht eben ausgleichen kann. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel mal ein Bauteil, wo wir unseren Fließstoff drin haben. Vielleicht kann der ein oder andere das zuordnen. Das ist also die, sage ich mal, Rückseite von einem Rücksitz, sozusagen die Schale, auf der dann die eigentliche Sitzkonstruktion, die dann natürlich textil ist, aufgebracht wird. Ich habe das Teil auch hier. Also das gibt es nicht nur als Bild, sondern das ist real. Genau, im Prinzip da sehen Sie auch an der Seite so eine kleine Ecke, wo der Gurtspanner dann eigentlich sitzt. Das ist also das Teil, was Sie umklappen, wenn Sie ein bisschen mehr Platz brauchen, um die Einkäufe heimzutransportieren. Wir haben aber natürlich auch viele andere Anwendungen. Das werden wir auf der nächsten Folie jetzt sehen, die auch Anwendungspotenziale bieten in Bereichen, die eben nicht automobil sind. Sie sehen zum Beispiel hier eine Entwicklung, die wir gemacht haben in einem Forschungsvorhaben mit der Firma Schmuhl Faserverbundtechnik. Es waren noch weitere Partner involviert, aber die haben als Demonstratorbauteil eben zum Beispiel diese CT-Liege entsprechend ausgebildet. Das ist also wirklich eine spannende Anwendung, weil man braucht eben dort ein Material, was sehr steif ist, was aber auf der anderen Seite eben die Strahlung entsprechend auch durchlässt. Also man kann dort eben nicht mit Metallen arbeiten und auch Glasfasern zum Beispiel wären ein Problem, weil sie die Strahlung brechen. Und das ist also ein sehr schöner Einsatzfall auch für die Fließstoffe, weil es dort natürlich nicht um extremen Leichtbau geht, wie man das vielleicht in der Luftfahrt hätte, sondern wir haben dort also Anwendungen, wo man auch mit niedrigeren Festigkeiten eben die Recyclingfaser sehr gut nutzen kann. Auf der rechten Seite sehen Sie nochmal eine zweite Ausformung von so einer Sitzschale. Ja, Medizintechnik ist natürlich ein wichtiger Anwendungsbereich, aber wir sehen natürlich auch viele andere Bereiche, wo man also zum Beispiel im Bereich Sport und Freizeit natürlich dort eine breite Palette findet. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel so einen Fahrradsattel, auch den habe ich hier. Das Ganze eben wirklich Leichtbau, also der Sattel an sich wiegt, so wie Sie sehen, dort auf dem Bild sehen, 104 Gramm, ist da auch sehr beweglich, kann also auf das Gewicht des Fahrers auch abgestimmt werden. Das ist jetzt im Freizeitsektor vielleicht nicht der wichtigste Punkt, aber wenn es eben in den
Leistungssport geht, ist das wirklich eine sehr wichtige Geschichte. Sie sehen aber auch im rechten Bild, wir können unsere Fließstoffe auch nutzen als Trägermaterial, eben dann wirklich wieder für Endlosfasern. Also hier ein gesticktes Bauteil, also TFP-Verfahren. Und das ist im Prinzip auch die Message, die ich hier rüberbringen möchte. Es gibt verschiedenste Anwendungsfelder. Ich glaube, wir sind textiltechnisch auf einem sehr guten Niveau, dass wir dort wieder Halbzeuge anbieten können. Und jetzt geht es darum, das Ganze in die Anwendung zu bringen, breit auch in der Industrie unterzubringen. Und ja, vielleicht sehen wir dann ja, wenn wir in einem Jahr wieder mal über Recycling reden, ein Foto von einem Bauteil von genau Ihrem Unternehmen hier auf der letzten Folie, wo Sie sagen, Mensch, dort habe ich genau das gebraucht. Ich bringe das Recyclingmaterial unter, kann meine eigenen Abfälle vielleicht verwerten und ja, eben dort auch für die Kreislaufwirtschaft meinen Beitrag leisten. Vielen Dank, Herr Hofmann, auch für den Ball in Richtung Kommunikation von Forschungsergebnissen. Wir merken in unserer Arbeit auch für verschiedene Projekte, dass das ganz, ganz wichtig ist, die Industrie darauf aufmerksam zu machen, auf die Ideen und Technologien, die es ja gibt, die eigentlich nur auf eine Anwendung warten und in der Zusammenarbeit mit KMU dann wirklich zu Produkten entstehen können. Sie haben den Fahrradsattel als Beispiel ja jetzt genannt. Ich denke, leicht soll es ja auf alle Fälle in vielen Bereichen, auch in der Technik sein. Und ich glaube, dass der Fahrradsattel nicht nur interessant ist für den Leistungssport, sondern aufgrund der gegenwärtigen Situation auch für alle, die sich ein bisschen stärker auf das Fahrrad oder vielleicht auf das E-Bike beziehen. Also eine ganz spannende Anwendung. Gibt es Fragen schon aus dem Gästebereich an den Hofmann? Ich sehe noch eine Frage dann an Frau Hüttel, aber ich sehe keine Frage jetzt an Herrn Hofmann. Frau Sommer, würden Sie mir wieder helfen? Ja, ich helfe Ihnen gern. Es gibt zahlreiche Fragen. Ich würde einfach mal eine auswählen. Was passiert mit den Carbonfasern, wenn ein Recycling am Ende des Nutzungszyklus nicht mehr möglich ist? Ja, also man muss natürlich sagen, ich habe ja jetzt hier erstmal einen Langfaserbereich sozusagen vorgestellt. Also sprich, wir reden hier über Faserlängen so im Bereich, sage ich mal, 30 bis 80 Millimeter Länge. Es wäre dann ein nächster Schritt möglich, das Ganze auch in Nassfließverfahren zum Beispiel unterzubringen, also dort bei der PTS anzuklopfen, wenn es also kürzer wird. Die können dort auch sehr schöne Produkte daraus machen. Schlussendlich hat man immer noch die Möglichkeit, das Ganze auch ein viertes Mal zum Beispiel im Spritzguss unterzubringen. Und ja, ganz am Ende bestehen also dort auch Möglichkeiten einer klassischen Abfallverwertung sozusagen. Also ja, wo wir die Faserstoffe schlussendlich eben dort wieder, ja, bis hin zu einer Deponierung auch einsetzen kann, wenn es notwendig ist. Ja. Aber bis dahin sind einige Leben möglich. Vielen Dank an Herrn Hofmann. Ich würde mit der Frau Tempel weitermachen im Vortrag, Herr Hofmann, wenn Sie Ihre Kamera wieder ausschalten. Recyclingfähigkeit und Sortieren spielt irgendwie, und Sortenreinheit spielt eine ganz große Rolle, Frau Tempel, haben wir jetzt schon zweimal fast gemerkt. Wie sehen Sie in der Industrie? Gibt es da noch Know-how-Bedarf oder ist man dort auf einem guten Weg? Es gibt ja auch dieses Verpackungsgesetz, das da einiges regelt. Ja, vielen Dank. Das war eine sehr schöne Vorlage von der Frau Hüttel und Herrn Hoffmann. Die haben auch, und das ist sehr wichtig, wir brauchen fürs Rezyklat natürlich einen Markt. Das heißt, das Rezyklat muss wieder in ein Produkt gehen können. Und wenn das gesichert ist, gibt es sozusagen auch einen Markt für dieses Rezyklat und dann sind eigentlich in der Wirtschaft die Weichen gestellt, dass es sich auch lohnt zu sortieren und eben dieses gesamte Abfallmanagement da auch zu investieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo kriegen wir jetzt diesen Sekundärrohstoff her? Wie sichern wir dort die Qualität und Verfügbarkeit? Und das kann man allgemein eigentlich für alle Sekundärrohstoffe sagen. Wir an der PTS arbeiten vor allem mit faserbasierten Materialien und Sie wissen sicher dadurch auch, dass Sie selber eine getrennte Erfassung haben, denke ich, vor der Tür,
dass das schon sehr gut etabliert ist. Ich habe mal aus meinem Homeoffice ein, ja, etwas mitgebracht, was jetzt viele von Ihnen wahrscheinlich zu Hause im Anfall haben, eine Versandverpackung. Und ich denke, dass es relativ klar ist, dass Sie die nach Gebrauch, also im besten Fall natürlich können Sie die nochmal wiederverwenden, indem Sie dann jemand anderem nochmal was schicken. Aber wenn sie dann wirklich entsorgt werden muss, dann geben Sie die natürlich in die getrennte Erfassung, entweder in die blaue Tonne oder Sie haben ein Hohlsystem oder auch Wertstoffhof. Und das ist sehr schön für diese Materialien, denn da ist halt sozusagen die Sammlung auch gesichert. Und wir wissen auch, dass wir für das Rezyklat, Altpapier, also für den Sekundärrohstoff Altpapier, haben wir auch einen Markt. Also es gibt sehr viele altpapierbasierte Produkte. Eigentlich ist jede Wellpappenschachtel selbst altpapierbasiert, also eigentlich zu 100% aus Recycling schon. Trotzdem gibt es dort Herausforderungen, also mit neuen Innovationen auf dem Markt, vor allem im Verpackungsbereich aktuell. Also wer das verfolgt, wir sollen bald unseren Wein trinken aus Papierflaschen und so weiter. Da stellt sich natürlich die Frage, können wir das auch in dieses schon etablierte System geben oder brauchen wir da auch dann andere Wege, in welche Papierfabrik oder in welche Recyclinganlage kann das dann gehen? Und ich habe auf einer Folie, die wir hoffentlich jetzt gleich sehen, das mal zusammengefasst, wie der Gesetzgeber auch vorgibt, wie wir die Recyclingfähigkeit denken. Wir haben jetzt viel über diesen letzten Weg sozusagen gesprochen, wie wir quasi die Rückgewinnung des Rohstoffes finden und ein neues Erzeugnis. Aber wenn wir über Recyclingfähigkeit sprechen, ist es ganz wichtig, diese drei Punkte hier, Erfassung, Sortierung und dann die finale Rückgewinnung. Sie können ein ganz tolles Recyclingverfahren entwickeln. Wenn der Rohstoff, den Sie dafür brauchen, nicht bei Ihnen ankommt, ist das einfach dann trotzdem nicht recyclingfähig. Und dort, wenn wir jetzt vom Verpackungsgesetz kommen, dort wird das sehr detailliert vorgegeben vom Gesetzgeber. Und das kann man dann auch übertragen im Endeffekt auf alle anderen Materialien. Man muss sich eben also, wenn man so eine Verpackung hat, überlegen, was ist der Prozentsatz in meiner Verpackung oder in meinem Objekt, was ich dem Recycling zur Verfügung stellen kann. Wenn wir jetzt wieder diese Wellpappenschachtel nehmen, dann haben Sie hier sicher bemerkt, ich habe hier Klebebänder dran, ich habe Etiketten dran, ich habe diese Taschen dran. Das sind natürlich Teile, die keine Fasern sind, das sind sogenannte Nichtpapierobjekte. Und die könnten Sie jetzt vorher, wenn es Ihnen gelingt, abtrennen, bevor Sie es ins Altpapier geben oder aber dann in der Papierfabrik wird es dann als sogenanntes Reject anfallen. Das heißt, das müssen Sie dann abziehen, wenn Sie von Recyclingfähigkeit sprechen. Wenn wir jetzt ein papierbasiertes Klebeband hätten, stellt sich das schon ein bisschen anders dar, weil dann kann man natürlich schauen, ist dieses papierbasierte Klebeband eigentlich vielleicht auch geeignet zum Recycling. Also selbst bei so einem einfachen Produkt kann es schon komplex werden. Und was auch sehr wichtig ist als zweiten Punkt, gibt es eine Sortier- und Verwertungsinfrastruktur? Also gibt es ein Erfassungssystem? Gibt es eine Sortierung, wo genau eben hier Rezyklat diese Fraktion gewonnen wird? Und der letzte Punkt, der aber auch wichtig ist, haben wir Kombinationen an Materialien oder Komponenten und Inhaltsstoffe, die dann wiederum das Recycling behindern können? Also es kann ja auch Stoffe geben, die dann irgendwie sozusagen beim Papier wäre es jetzt, wenn ich eine Beschichtung habe, dann kann das Wasser nie eindringen, dann kann ich mir den Faserstoff nicht extrahieren, dann muss das in eine Spezialanlage gehen. Auf der nächsten Folie habe ich nochmal diesen Aspekt Sammlung, einfach nochmal plakativ mit Bildern. Sie haben das sicher alle selber schon gesehen, ne? Also dass dann so die Tonnen sind überfüllt, dann liegt das daneben, dann ist auch die Frage, nimmt das dann jemand mit oder wird es am Ende dann in einem anderen Sammelsystem landen? Gibt es die schöne Kampagne Mach's flach? Das finde ich sehr interessant. Das ist natürlich ein Problem bei den ganzen Versandschachteln, dass sie haben viel Volumen, wenig Masse dann und dadurch ist dann eben auch die Tonne recht voll. Aber ich denke, wir sind uns einig, Sammlung ist gegeben. Auch im gewerblichen Bereich wird Papier, Pappelkarton getrennt erfasst. Wenn ich jetzt ein Spezialprodukt hätte, wie beispielsweise so ein Tetrapack, kennen Sie auch sicherlich von Milch- oder Safterzeugnissen. Das wird dann ist ein spezielles Produkt, quasi ein Multilayer-Produkt. Dafür gibt es auch ein etabliertes Recycling. Das wird also in gelben Sack gegeben und wird dann aussortiert. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, Sortierung. Das wäre dann auch die nächste Folie. Es ist also wichtig zu gucken, wie ist die Sortierung aufgebaut und kann dort genau die Fraktionen gewonnen werden, die ich dann als Rezyklat, also die ich quasi als Rohstoff brauche, um Rezyklat zu gewinnen.
Im Altpapier ist es eine sehr einfache Sortierung. Da trennen wir häufig eher die Zeitung von den Verpackungen. Im Leichtverpackungsbereich ist das viel komplexer. Das wurde ja auch schon angesprochen. Also da muss dann auch wirklich ein Markt für die Fraktion da sein, dass es sich lohnt, diese Sortierung da zu machen. Und es kann trotzdem auch viel schief gehen. Also wenn jetzt meine Wellpappe hier zu klein ist, dann kann ich die nicht im ersten Schritt Grobsortierung abtrennen. Wenn sie beispielsweise nicht braun ist, was sehr gut erkennbar wäre, sondern sie ist vielleicht jetzt eher weiß gedeckt, sieht aus wie ein Büropapier für so eine Kamera, dann kann sie aus Versehen möglicherweise eben auch in diesem sogenannten De-Inking-Strom und im grafischen Papier landen. Das sind eben so Dinge, die man betrachten muss. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine komplexere Verpackung haben, dann wird das natürlich noch viel komplexer als jetzt mit so einer weltharten Kiste. Und der letzte Schritt, die nächste Folie, das ist dann quasi eigentlich diese finale, sage ich mal, stoffliche Rückgewinnung. Sie sehen das links so ein bisschen an den Bildern angedeutet. Also selbst Altpapier kann sehr verschiedene Qualitäten haben. Man hat da, dadurch, dass wir über Jahrhunderte quasi ja Altpapier schon einsammeln und wieder zu Papier machen, auch sehr gute Spezifikationen schon gebildet, die dann auch mit dem Wert oder dem, ja, der Fabrik, die das Beste wieder daraus rausholen kann, zusammenhängen. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass das dann in der richtigen Sorte landet und dort auch ja, recycelt werden kann, sodass man wie auf der rechten Seite dann auch wieder neues Papier draus hat. Man kann natürlich Altpapier auch nicht nur zu Papier wieder recyceln. Also es gibt da auch andere Möglichkeiten, Dämmstoffe oder ja, solche, also in neue Produkte kann das natürlich auch gehen. Das ist vor allen Dingen dann vielleicht auch interessant, wenn man auch Qualitäten jetzt hat, die nicht unbedingt wieder zu einem Papier werden können, aber auch für andere Bereiche geeignet sind. Und ja, was ist meine Aufgabe? Also es ist jetzt, hat sich eigentlich so herausgebildet, dass wir in vielen Projekten einfach mit dabei sind, wo neue Materialien entwickelt werden, neue Verpackungen, aber auch anderes, bedruckte Elektronik und so weiter, damit wir von Anfang an diese Recyclingfähigkeit mitdenken und den Kollegen und Wissenschaftlern quasi das schon mit auf den Weg gehen und sagen, das müsst ihr aber hier beachten, sonst könnte es dort zu Problemen kommen. Der zweite Weg ist natürlich, oder der zweite Anwendungspunkt, den wir mit unserem Wissen haben, ist, dass wir wirklich sehen, okay, wo könnte jetzt ein Material bestmöglich recycelt werden? Wie kommt es dahin? Wie muss es erfasst werden? Kann es irgendwo mit recycelt werden? Und der dritte Weg ist natürlich auch, wir haben ein Material, wir könnten da auch einen Rohstoff gewinnen. Und in welche neuen Produkte, faserbasierten Produkte, könnte man das denn jetzt nun unterbringen? Also das ist, Sie sehen schon, das ist sehr vielfältig. Unsere Kundenbranchen sind auch unheimlich vielfältig dadurch. Aber es ist durch den Gesetzgeber natürlich auch vorgegeben, dass die Kreislaufwirtschaft gedacht wird, dass die Recyclingfähigkeit mitgedacht wird. Und deswegen ist das im Endeffekt, muss das immer irgendwie mit dabei sein. Und das ist natürlich auch sehr spannend, dann diese ganzen neuen innovativen Produkte kennenzulernen. Vielen Dank, Frau Tempel. Die Technik hat mir geholfen. Ich sehe jetzt die Fragen und es gibt eine Frage im Chat an Sie von Herrn Tobisch. Ich bin mir nicht sicher, ob auch geschützte Papiere eingesetzt werden. Wenn ja, gibt es Techniken, um Papierschutzmittel nach der Nutzung wieder zu entfernen, Papiere so, dass detoxifiziert werden können? Ich denke, die Frage geht wahrscheinlich Richtung so kritische Inhaltsstoffe, ne? Also so würde ich so ja sehen, ja, genau. Das ist natürlich eine Herausforderung auf jeden Fall. Das wissen wir schon, allein die Druckfarben können halt ja, Stoffe wieder mitbringen. Im Endeffekt ist das eine Frage der finalen Anwendung, also ob das dort wieder eine Rolle spielt. Es gibt natürlich bestimmte Verfahren, dort auch Stoffe wieder rauszuholen. Man kann also mit den von vorhandenen Verfahren wie Flotation, De-Inking und aber auch vielleicht einfach durch die Hitze in der Papiermaschine hinten diese Stoffe quasi abreinigen, sage ich jetzt mal, oder auch durch gezielte Stoffstromführung, dass man sozusagen gezielte Fraktionen dann vielleicht in Endprodukte bringt, die eher eine Schuhpappe sind, wo das vielleicht nicht so sehr die Rolle spielt oder vielleicht irgendwie im Außenbereich. Aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, auch das Wissen darüber, in welchem Aufbereitungsprozess sich die Stoffe wie abreichern lassen. Da arbeiten wir auch sehr ja, übergreifend, auch bei uns in der Firma und mit anderen Partnern zusammen, weil da muss einfach sehr, sehr viel Wissen dazukommen. Da brauchen Sie im Endeffekt sehr viel interdisziplinares Wissen und das ist auf jeden Fall ein Forschungsschwerpunkt, der immer bleiben wird, weil es wird immer wieder neue Substanzen geben, die dort in die Diskussion gelangen. Okay.
Ich würde die anderen beiden Referenten jetzt bitten, einfach wieder sich dazuzuschalten, weil wir haben einige Fragen im Chat, die ich dann verteilen würde. Ich sehe die Frau Hüttel, jetzt ist sie da. Eine Frage noch an Frau Tempel. Die Sortenreinheit spielt ja eine ganz große Rolle, ne? Also können wir als Endverbraucher in unserem täglichen Tun und Verarbeiten oder Wegschmeißen irgendetwas beschleunigen? Oder gibt es ganz andere Möglichkeiten, wo Sie sagen, da müsste die Industrie mehr tun? Und wie ist überhaupt das Verhältnis an der Stelle von diesen recyclingfähigen Abfällen zwischen Industrie und Privatnutzer? Also haben ja unsere gelbe, blaue Tonne etc., ne, und machen das ja fleißig. Aber nutzt das überhaupt in der Menge was? Jetzt mengenmäßig. Also der Gewerbebereich ist natürlich ein sehr hoher Bereich. Das ist auch, wenn man immer so diese Abfallquoten pro Kopf hat, da ist immer das Gewerbe eingerechnet. Ich finde das nicht so glücklich da in der Statistik. Nee, finde ich auch. Aber dennoch ist es, also wir haben ja quasi Recyclingziele, die gehen bis 90%. Das erreichen wir nicht alleine mit dem Gewerbe. Gewerbe ist auch etabliert. Das sind einfach andere organisatorische Mechanismen, die das möglich machen. Wir müssen aber natürlich auch der Endverbraucher muss aber natürlich auch wissen, was er tut. Ich habe auch noch ein Beispiel mit, das ist ein schönes Beispiel für. Wenn Sie diesen Joghurtbecher haben mit dieser Banderole, Sie haben ja drei Materialien, wenn Sie den so reinwerfen in den Abfall, dann geht der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in eins der drei Materialien. Sie müssen eigentlich den Deckel abtrennen und dann den Mantel noch hier abtrennen. Dann haben Sie drei Materialien und das ist die beste Voraussetzung, dass jedes dieser drei Materialien in den richtigen Strom jeweils geht. Dann kann die Sortieranlage das sortieren. Jetzt kann man natürlich diskutieren, kann man irgendwas entwickeln, technologisch, dass das von selber sich trennt. Das wird auch diskutiert, aber ja, also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was eben nicht funktioniert häufig, weil viele das nicht tun. Und gerade auch den Deckel abtrennen wissen viele auch nicht. Das ist ja Metall, ne? Das muss separat sein. Da kann natürlich schon der Endverbraucher genau im Gewerbe und privat, gut, im Gewerbe wäre jetzt dieses Beispiel Joghurt nicht, aber da gibt es auch vergleichbare Verpackungen. Da ist schon jeder auch gefragt, da mitzuhelfen, aber dafür muss man es auch erstmal wissen und es ist eben zum Teil recht komplex. Und das wäre schon schön, es würde mal draufstehen oder es würde vielleicht das Sortierakt, also vielleicht die Sammelbehälter selber sortieren können oder so. Also da denke ich mal mit neuen Technologien, Messtechnik und so, kann man da viel tun. Aber das muss schon auch das Ziel sein und das sind auch so Gedanken, die wir uns machen und die kann man dann für alle Materialien übertragen. Also da arbeiten wir auch dann quasi materialunabhängig mit anderen Kollegen zusammen. Vielen Dank. Erster Six Science Talk Weiterbildungsfaktor auch im Bereich Endanwender. Ich würde mich fragen, was mache ich mit dem Metalldeckel? Dafür hätte ich keine Tonne, aber gut. Doch, das kommt auch alles in gelben Sack. Ist auch Verpackung. Alles klar. Und das wird dann, okay, in der Sortieranlage wird das dann alles auseinandergefiltert und entsprechend. Okay, super. Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Hofmann sehe ich hier. Was passiert mit den Carbonfasern? Ach nee, das hatten wir schon. Entschuldigung. Welche Faserlängen haben wir im recycelten Carbonfaser im Fließstoff? Also die Faserlänge wird erfragt. Okay, also die Faserlänge sozusagen, die wir in den Prozess geben, hatte ich vorhin ja gesagt, also so ab 30 mm bis 80, 100 mm. Wir wissen, dass wir in dem Fließstoffprozess eine gewisse Einkürzung haben. Da reden wir in der Regel so über 15 bis 20%. Aber was wirklich 100%ig an mittlerer Faserlänge im Halbzeug sozusagen im Fließstoff ist, das können wir leider gar nicht messen. Das wäre, wenn da jemand im Auditorium eine Idee hat, kann er mir gerne schreiben, können wir gerne was zusammen machen. Das Problem ist einfach, wir verfestigen den Fließstoff ja und die Fasern sind damit auch miteinander, sage ich mal, verwirkt, vernadelt, verzwirbelt und keiner unserer Laboranten traut sich, mir dort eine Aussage zu machen, ob er nicht die Faser sozusagen beim Herauspräparieren aus dem Halbzeug beschädigt hat. Also man kann das sicherlich ja zum Beispiel mit einem CT oder so machen, also optisch, aber das ist eben schon preislich sehr aufwendig. Okay. Gleich eine zweite Frage noch anschließend an Herrn Hofmann. Beschäftigen Sie sich auch mit textiler Sensorik? Ja, also das SDFI an sich beschäftigt sich mit textiler Sensorik, auch mit der Einbringung solcher. Also da würde ich einfach darum bitten,
mir eine E-Mail zu schreiben, um was konkret geht oder eine konkretere Anfrage und dann kann ich das an die entsprechenden Kollegen verteilen. Gibt es ganz spannende Projekte, können wir sagen, weil wir dort auch involviert sind, wo also bis zum Endanwendungsbereich zum Beispiel für Tierärzte bzw. für Hundehalter Themen entwickelt wurden, die mit Tekla Sensorik funktionieren. Da waren auch ärztliche Unternehmen mit dran beteiligt. Ja. Eine Frage noch an Frau Tempel, bevor ich dann zur Frau Hüttel nochmal komme. Klassische Abfallverwertung, was bedeutet das? Ja, da kann man ja jetzt den ganzen Tag drüber reden. ich bin gerade etwas, also wir haben klassische Abfallverwertung, also wir haben ja getrennte Sammlung für bestimmte Wertstoffe, wo es auch einen Markt gibt, obligatorisch, also sowohl im Gewerbe als auch im Haushaltsbereich. Diese Stoffströme landen auch wirklich nicht in der Wüste, sondern werden auch verwertet. Herausfordernd ist immer, sind die Gemische, was kann man da raussortieren? Da gibt es ja sehr aufwendige Sortieranlagen natürlich auch. Wie ich schon gesagt habe, es ist immer eine Frage des Marktes. Also sobald man einen Markt hat für das Rezyklat und eben dann auch eine Anwendung, wo das reingehen kann, gibt es dort dann einen gewissen Druck auch dann da was zu. Also man kann vieles machen, aber es kostet halt immer. Und dann ist halt die Frage, wer bezahlt das? Und das muss halt über im Endeffekt über den Wertstoff bezahlt werden. Und deswegen wird eben heutzutage auch noch ein Großteil verbrannt, wobei man sagen muss, das ist ja auch ein Ersatzbrennstoff. Das heißt, es wird jetzt nicht einfach so verbrannt, wie wenn wir das machen würden im Ofen, sondern wird da schon Energie zurückgewonnen. Das heißt, man muss auch nicht vielleicht alles recyceln, vielleicht ist auch der Aufwand fürs Recycling manchmal zu hoch. Aber das ist halt schon sehr komplex und müsste man dann halt pro Material wahrscheinlich nochmal spezieller sehen. Es ist ja im Moment in der medialen Diskussion ganz, ganz stark vertreten, das Recycling dieser FFP2-Masken, die wir ja jetzt verpflichtend im Nahverkehr und im Einkauf tragen. Gibt es dafür eine Recyclingstrategie oder sagen Sie, das wird wahrscheinlich verbrannt werden? Ja, also erstmal muss man froh sein, wenn es nicht irgendwie in der Landschaft landet, glaube ich. Ja, aber also es ist ja auch ein hygienischer Artikel. Also ich denke mal, da ist dann schon die Verbrennung das Richtige. Das ist ja auch im Krankenhausbereich so, dass man solche Sachen eigentlich auch zusammen und dann halt Energie gewinnt zurück. Das wird schon das ja, Beste sein. Ja, wird auf alle Fälle steigen unter den gegenwärtigen Bedingungen. Frau Hüttel, anknüpfend an die Frage zur Sortierung von Postkonsumerabfällen. Wie hoch darf die Verschmutzung und Sortenreinheit sein, damit die Postkonsumerabfälle sich für weitere Verarbeitungen noch eignen? Gibt es da Toleranzbereiche oder Richtwerte? Und anhand welcher Parameter wird dies bemessen? Ja, das ist richtig. Dafür gibt es Richtwerte. Zum Beispiel ein Parameter ist die Korngröße. Wir haben die Verarbeitungsmaschinen, die Endverarbeitungsmaschinen, zum Beispiel Spritzgießmaschinen, die dann letztendlich das fertige Bauteil herstellen. Und da darf diese Verschmutzung, zum Beispiel Steine oder Metalle, darf nicht die Düse verstopfen oder die Maschine schädigen, die Schnecke. Und für diese Fälle, wenn bei Recyclingmaterial kann es immer passieren, dass so etwas mal vorkommt. Für diese Fälle gibt es spezielle Technologien. Im Fall der Metalle sind das Metallabscheider. Bei Papier, Steinen, zum Beispiel Schmelzefilter, die dann entweder dem Spritzaggregat oder dem Compounder vorgeschaltet werden, um diese Restverschmutzungen zurückzuhalten. Es kann sich jeder vorstellen, dass je größer diese Restverschmutzungen sind, umso aufwendiger werden diese vorgeschalteten Einheiten oder energieaufwendiger arbeiten. Und deswegen ist man bemüht, großtechnisch schon diese Verschmutzungen weitestgehend abzutrennen. Wäre hiermit Ihre Frage beantwortet? Ich denke ja, ansonsten würde der Fragesteller sich nochmal direkt auch an Sie wenden. Wir werden ja die E-Mail-Adresse Ihnen allen kommunizieren.
Eine Frage, die sich daran vielleicht auch noch anschließt: Wie stehen die Chancen, diese neuen Bauteile, Sie haben ja einen Bauteil aus dem Automotive-Bereich gezeigt, dann wieder zu recyceln, also wieder der Wertstoffverwertung zuzuführen? Mhm. Eigentlich? Hm? Frau Hüttel? Das wird im Moment im KUZ gerade untersucht, wie die Frage des Mehrfachrecyclings, wie es da mit den Chancen aussieht. Es gibt spezielle Neuentwicklungen in der Additivindustrie, die auch den thermooxidativen Abbau während des Gebrauchs und der anschließenden thermischen Belastung durch 2-3-Fachverarbeitung verhindern sollen, Radikalfänger und dergleichen. Und wir untersuchen im Moment gerade, ist das wirklich reell? Kann man das empfehlen? Wie sehen die mechanischen Eigenschaften aus? Also das ist ein Punkt, um den wir uns im Moment gerade kümmern. Okay, jetzt gibt es hier eine Meinung nochmal zu dem Thema Medizinprodukten. Es gibt auch in Sachsen mindestens eine Firma, die wiederverwendbare Medizintextilien herstellt. Ich möchte also widersprechen, dass es hier auf eine Verbrennung des Materials hinauslaufen muss. Richtig, sage ich jetzt einfach mal. Wir arbeiten auch für den Textilverband hier in Chemnitz und dort gibt es im Moment mehrere Unternehmen, die gerade an diesen nachhaltigen Medizintextilien forschen. Aber das war eine Meinungsäußerung und keine Frage. Ich schaue, ob ich jetzt hier noch aktuelle Fragen sehe. Frau Tempel, welche innovativen Produkte gibt es, die aus Altpapier hergestellt werden? Naja, also das ist tatsächlich spannend, weil Altpapier, also Altpapierfaser oder Sekundärrohstoff hat natürlich andere Eigenschaften oder, naja, sag mal, reduzierte Eigenschaften gegenüber einem Primärfaserstoff. Das ist auch, da diskutieren wir auch intern gerne, wenn ich die Kollegen frage, ja, wenn er was Neues entwickelt auf Faser basiert, könnt ihr da auch Altpapier einsetzen. Ja, aber also wenn wir jetzt bei Verpackung zum Beispiel sind, grundsätzlich, ja, was heißt innovative Produkte? Also wenn die Fasereigenschaft das zulässt, im Endeffekt kann man da immer Altpapier einsetzen. Das kommt halt sehr auf den Fall an. Wird aber schon häufig so sein, wenn wir jetzt halt die Weinflasche aus Papier haben, da würde ich mal davon ausgehen, dass das kein altpapierbasiertes Produkt ist, wobei es bräunlich aussieht. Also das wird man dann sehen, wenn das mal irgendwann auf den Markt kommt, dann kann man sich das auch mal angucken. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil diese Sachen sind sehr unter Verschluss, das weiß man dann noch nicht. Aber ich gehe schon davon aus, dass das dann jeweils auch immer mit geprüft wird, ob das auch auf Altpapier war. Aber man kann erstmal froh sein, wenn man es, denke ich mal, auf Frischwasserbasis macht und dann kann man schauen, ob man es halt sozusagen aus Rezyklat herstellen kann. Also die Weinflasche aus Papier habe ich persönlich noch nicht gehört. Total spannendes Thema. Sie wissen davon. Ist das PTS involviert? Ja, das geht durch die Presse. Also da gibt es ganz viele. Okay. Also bis zur Kosmetiktube. Und also ja, man versucht jetzt halt alles auch irgendwie faserbasiert, weil das biobasiert ist, herzustellen. Und das muss ich halt dann zeigen, wie praktikabel das dann auch ist. Und ob das vom Konsumenten angenommen wird natürlich auch. Ne? Das wird ja immer konsumentengetrieben bei Verpackung. Ja, auf alle. Herr Hofmann, eine Frage. Kann man Carbonfasern in einem Verbundwerkstoff mit Holz oder Papier nach der Nutzung wieder separieren? Gibt es da bereits Forschungsprojekte? Ja, also prinzipiell ist eine Separierung sicherlich möglich. Ja, also die Frage ist eben erstmal, wie es in der Nutzung hatte, wenn man natürlich dort in einem Bauteil waren, wo wir ein Matrixmaterial haben, dann muss das ja erstmal entfernt werden und das sind häufig eben thermische Prozesse oder lösemittelbasierte Prozesse und da muss man natürlich dann schauen, ob man Holzfaser oder eben zellulosische Fasern dabei nicht eigentlich mit zerstört. Ja, also die Carbonfaser ist da relativ robust, aber ja, ich meine, was von so einem Papier übrig bleibt, wenn man da mit hohen Temperaturen rangeht, das kann sich, glaube ich, jeder selber ausmalen. Ne?
Genau. Eine Frage an alle Referenten und wir würden dann auch langsam zum Schluss kommen. Eine Frage an alle Referenten, bitte ganz kurz antworten aus Ihrem Blickwinkel. Gibt es schon ökonomische oder ökologische Betrachtungen für Recyclingprozesse im Vergleich zu Produkten aus Primärrohstoffen? Wird Frau Tempel als erstes bitten? Ich sage die Frage nochmal für alle Gäste auch. Gibt es schon ökonomische oder ökologische Betrachtungen für die Recyclingprozesse im Vergleich zu Produkten aus Primärrohstoffen? Ja, also das geht ja sich Richtung Ökobilanzierung, natürlich auch Wirtschaftlichkeit. Das wird ja immer irgendwie parallel auch mit betrachtet. Und ist einfach im Endeffekt die Frage, wie hoch ist der Aufwand, um eben dieses Rezyklat zu gewinnen, dann im Vergleich zu dem Primärfaserstoff. Beim Papier kann ich sagen, wenn Sie aus Holz quasi erstmal das aufkochen müssen, um einen Zellstoff zu gewinnen, kann man sich sicher vorstellen, das lohnt sich dann schon, dieses Fasermaterial auch zu recyceln. Das kommt halt sozusagen immer besser weg, gibt aber sicher auch Ausnahmen, beispielsweise bei Hygienepapieren, wo man sehr stark reinigen muss. Da kann es dann schon vielleicht wirtschaftlich zumindest möglich sein, dass es dann auf Frischfaserbasis sogar wirtschaftlich zumindest sinnvoller ist. Ist ja auch eine Frage des Marktes, wie die Preise für die Sorten sind. Also, aber das wird immer mit betrachtet, auf jeden Fall, denke ich. Frau Hüttel, aus Ihrer Sicht Ergänzungen? Ich sehe das ähnlich wie Frau Tempel. Ich würde sagen, generell sind recycelte Kunststoffe schon günstiger, was jetzt den Lebenszyklus angeht. Analog Frau Tempel, bei sehr stark verschmutzten oder bei sehr großem Aufwand für das Recycling würde sich das relativieren. Herr Hofmann? Ja, also gerade im Carbon-Recycling-Bereich gibt es da also eine ganze Menge Untersuchungen in Richtung Lifecycle Analysis und zur Wirtschaftlichkeit. Ich sag mal, wir haben auch in Deutschland Unternehmen, die das jetzt wirklich industriell anbieten, Produkte herstellen und in den Markt bringen. Die machen das sicherlich nicht wegen dem allgemeinen Nutzen. Ja, also die Wirtschaftlichkeit ist gegeben und gerade für die textilen Abfälle ist natürlich vollkommen klar, man hat dort schon mal die Primärfaser bezahlt, also muss man auch gucken, dass man die Abfälle wieder nutzt. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, das ist betrachtet und positiv bewertet sozusagen. Okay, vielen Dank. Eine kurze Abschlussfrage an alle drei Referenten und bitte auch ganz kurz beantworten. Wir haben noch 2 Minuten. Gibt es konkrete Forschungsthemen, für die Sie gerade auch industrielle Partner suchen? Frau Tempel? Ja, also das habe ich ja gesagt, allgemein gerne immer interessiert uns das, wenn wir das mit begleiten können, vielleicht auch, wo man Fasern noch mit einsetzen kann neu oder wie man quasi einfach die Recyclingfähigkeit zurückgewinnt. Konkreten Aufruf habe ich da jetzt nicht für eine ganz konkrete Idee, aber so allgemein können Sie sich gerne an uns wenden, wenn das Thema mitgedacht werden soll. Konkrete Ideen entstehen ja auch meistens im Austausch dann mit der Industrie. Okay. Frau Hüttel, gibt es bei Ihnen? Ja, es gibt die konkrete Idee, den PET-Schaum aus Flaschenrecyclingmaterial als preisgünstiges alternatives Trägermaterial für bedruckte LED-Leiterplatten einzusetzen. Und da sind wir so weit, dass wir auch in ein industrielles Bauteil gehen können. Wir suchen dafür einen Partner aus der Industrie. Okay, vielen Dank. Herr Hofmann, gibt es bei Ihnen? Ja, also ich hätte im Prinzip 2 kurze Geschichten. Das eine ist, Thema ist immer wieder die Schlichte auf den Fasern. Dort suchen wir also konkret Partner, die dort die Möglichkeit haben, die online zu bestimmen am besten über ein relativ einfaches Verfahren. Und die zweite Sache, ich hatte es ja gesagt, für uns immer wichtig, dass die Materialien in die Anwendung kommen. Und dort würde ich mir wünschen, dass man also mal fernab von Automobil auch mehr Anwendungen hat, also schon auch in die Medizintechnik oder gern auch in der eher konservativen Luftfahrtbranche. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie drei. Vielen herzlichen Dank an unsere Gäste.
Wir bitten Sie, unbedingt Ihr Feedback zu geben. Es wird also im Nachgang eine Mail mit einer kurzen Feedback-Umfrage auch geben. Welche Tipps geben Sie uns? Was hat Ihnen gefallen? Wo können wir die Six Science Talks verbessern? Der nächste Six Science Talk wird am 18. März stattfinden, und zwar zur Infektionsverhütung in der Corona-Pandemie. Ganz, ganz, ganz aktuelles Thema. Es werden wieder drei Referenten mit dabei sein. Einmal vom Forschungsinstitut für Leder- und Kunststoffbahn aus Freiberg, wo es um Oberflächen geht, die Bakterien, Viren etc. abweisen können. Es wird vom STFI wieder ein Kollege dabei sein mit einem Projekt Topaz. Dort geht es um alltagstaugliche Masken, die richtig sitzen, mit denen man atmen und sprechen kann, und die auch für Brillenträger keine Herausforderungen mehr sind. Und es wird dabei sein ein Kollege vom Institut für Luft- und Kältetechnik aus Dresden. Dort geht es um Aerosole in klimatisierten Räumen, wie man dort Möglichkeiten finden kann, Infektionsschutz zu betreiben. Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, zum 18. März wieder dabei zu sein. Und ja, wir wünschen Ihnen alles Gute bis dahin. Bleiben Sie gesund und geben Sie uns Ihr Feedback. Eine gute Restwoche für Sie alle. Vielen Dank, dass Sie da waren beim ersten Six Science Talk. Auf Wiedersehen.